Jaden besiegte Kamula und befreite Zane und Dr. Crowder Sailor aus ihren Puppen. Das war's. Endlich, der Albtraum ist vorbei. Dieser mindestens Kamula war nur die zweite der Schattenreiter und das bedeutet, mehr sind auf dem Weg. Ich mag Jadens Deck wirklich. Finde ich cool. Auch wenn sie echt ein sehr fieses Ding hatte. Alter, ich schwitze wie Sau hier, ey. Nice, sie haben mir echt gut runtergejackelt, die Alte. So, Ablenkungsduell. Mit zwei Spirit Gates bereits offen, der Schattenreiter Tania besiegte Bastion und gewann Besitz seines Spirit-Schlüssels. Nach dem Verlieren seines Duells zu Tania wurde Bastion vernarrt in sie und wollte einen Rückkampf, um zu beweisen, dass er würdig war. Tania, Alter, die haben aber auch immer Hupen. Wobei, die hat eigentlich viel zu viele Muskeln, das ist nicht schön. Finde ich persönlich. Kannst du nicht einen Tipp nehmen? Ich habe dich bereits ausgeknipst. Erinnerst du dich nicht? Er will einen Rückkampf. Er kann keinen haben, aber du scheinst ziemlich mutig zu sein. Bin ich, aber... ich bin hier für meinen Freund. Er hat schon verloren. Ich duelliere dich oder es gibt kein Duell. Ich habe mich noch nie vor einer Herausforderung gedrückt. Ich würde es für Bastion tun. Du kennst die Regeln. Wenn du dieses Duell verlierst, wirst du deinen Spirit-Schlüssel verlieren und deinen Single-Status. Was? Das heißt, du ziehst dir diese Kampfarena mit mir ein und wirst mein Ehemann für immer. Was? Bist du eine Amazone oder was? Snoo-Snoo? Ich hoffe, dass Shane weiß, was er tut. Snoo-Snoo? Geil, Alter, Snoo-Snoo. Ich weiß es. Und wenn ich fertig bin, wird Bastion wissen, dass du nicht verliebt sein musst, um sich mit Leidenschaft zu duellieren. Was sagst du? Beginnen wir es, hä? Was? Warum soll ich ihr Ehemann sein? Was ist los? Findet sie sonst nichts oder was? Ich mache als zweites. Dann können wir auf ihre Karten reagieren. Ob das nur intelligent ist, weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal so sieht, dass wir, wenn wir gut Karten ziehen... Okay, da ist keine Fusionskarte bei. Wir haben nicht gut Karten gezogen. Gib es auf der Hand zurück. Das ist schon mal gut. Schön, dass sie erstmal alle ihre Karten... So. Wow, das waren drei Feinkarten. Alte Frikadelle, du. Aber gut, damit haben wir ihr Deck ziemlich ausgedünnt. Das ist gut. Also gehen wir jetzt in Battle. Action. Sparkman hat 1600 Angriff. Damit machen wir Tiger kaputt. Dessen Angriff irgendwie erhöht wurde. Ich weiß nicht genau, warum. Also oder verniedrigt. Ich habe nicht genau hingeguckt. Du erhältst 100 Attacke für jedes amazonische Monster. Ich weiß nicht, was los ist. Warum sollte ich das machen? Ich guck mal ganz kurz. Nee. Will ich ja gar nicht. Achso, das heißt, ich kann auch bei mir das auf die Hand zurückgeben. Ich bewahre mir die mal auf. Ich werde jetzt nicht irgendwie offensiv darauf jackeln auf die alte. Sondern ich bewahre mir die mal auf, die Karte, weil es kann ja sein, dass irgendwie noch eventuell was Größeres kommt, was wir... Kann ich Fusion nutzen? Nein, jetzt lass mich, Mann. Nein, kann ich nicht. Oh, enttäuschend. Life is pain. Nein. Nein! Oh, leck mich. Nein. Nein. Verdammt! Ach ne, 700. Ich habe 1700 gelesen. Alles gut, alles safe, alles safe, alles safe. Auf die Fresse. Nein. Nein. Warum soll ich eins von meinen Monstern zurückgeben? Bin ich wirklich so erbärmlich? Nein. Sicher? Nein. Aber wenn wir doch eventuell was machen könnten. Nein. 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 Nein! 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 So. Nein! Jetzt aber. Darf ich? Wähle ein Monster der Stufe 4
oder niedriger von deinem Deck. Okay, ich muss dafür mal ganz kurz. Wir haben Wildheart, Sparkman und Bubbleman. Ich muss mal ganz kurz gucken, dann können wir irgendwas fusionieren. Okay, Wildheart und Bludget, Clayman und Sparkman. Avina, Sparkman, Bubbleman. Ich weiß nicht, wer Avina ist. Aber das würde denn... Wir haben Sparkman und Bubbleman. Kann ich eine Avina rufen? Was kann die denn überhaupt? Du kannst eine andere Karte, die du kontrollierst, auf den Friedhof legen, um ein Monster zu wählen, das du kontrollierst, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Kann das Monster nicht durch Kampf zerstört werden. Wen haben wir noch? Flammenflügelmann. Flammenflügelmann sagt mir auch noch irgendwas. Und Sparkman. Clayman und Beatrix. Clayman und Bubbleman. Hat aber eine hohe Verteidigung, ne? Ah, also wir müssen aus der Fusion eine Fusion machen, okay. Okay, ich versuche mal... Wen? Avina, ne? Ich glaube, wir kriegen sogar Avina dadurch. Ich glaube, der hat nicht so eine hohen Stufen. Ich glaube, wir kriegen Avina, oder? Nein, doch kriegen wir. Nicht heilen? Du bist scheiße, Spiel. Du bist scheiße. Ein Fehler ist aufgetreten. Deine Mutter war ein Fehler, ey. Ganz ehrlich. Oh Mann, es lief gerade gut. Alter, wir hätten sie richtig runtergejackelt, die Alte. Verdammt. Oh Mann, das lief gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz stinkig sein. Okay, das war's. Das klingt da so ein bisschen so, als ob ich kacken muss. Boah, wo ist schon der Unterschied? Mann, echt, das ist scheiße. Oh, for weird, das ist kacke. Oh Mann, ich war zu gut, okay. Entschuldigung, Konsole, dass ich zu gut bin für dieses Spiel. Entschuldigung, bitte. Dass es zu gut lief. Es war stinkig gerade. Ah, geil. Ach, Mann. Dieser Effekt erhält 100 Angriffe für jedes amazonische Monster, das du konsolidierst. Okay, wir haben Wiedergeburt, aber da haben wir auch nichts von. Mann! Und jetzt sind wir voll in der Defensivphase. Mann, ich hätte dennoch Fusion-Monster, hätten wir drei Monster gehabt. Oder zwei. Das eine hätte ich opfern müssen. Und soviel zum Thema, ist sie eine Amazonin? Ja, sie ist eine Amazonin. Tag. Ganz coole Karten, ehrlich gesagt, ne? Warum habe ich Nein gedrückt? Okay, ich weiß nicht, warum ich Nein gedrückt habe. Das war jetzt ein Reflex. Ich wollte eigentlich wirklich Ja drücken. Dieses Mal. Das war jetzt echt nur ein Reflex gewesen. War kein guter Reflex. Diese Reflexe sollte ich echt unterbinden. Okay, wen haben wir da? Wer ist das? Elementar halt Stratos. Du kannst eine dieser Effekte zerstöre Fallen Zauberkarte in der Anzahl bis zur Anzahl der Helden, die du kontrollierst, außer diese Karte. Füge deiner Hand ein Heldenmonster von deinem Deck hinzu. Ich habe leider keine Fusion und nichts. Wir bräuchten eigentlich... Kann ich leider nicht, ich kann nur das machen. Ich kann leider nicht ihre Karte da. Wen bräuchten wir denn? Wir könnten rein theoretisch ihn hier nehmen. Lass uns mal ihn nehmen. Weil damit haben wir dann schon mal eine sehr starke Karte drin, die wir dann gleich rufen könnten. Die können wir in der nächsten Runde dann rufen. Ich werde jetzt einmal ganz kurz mit ihm angreifen. Werde ich nicht. Oh, ich muss diesen Tiger angreifen. Oh, das ist doof.
Okay, ich muss diesen Tiger angreifen. Ich dachte, wir könnten die Amazonenbogenschützen da. Irgendwie kann ich mich an ein Amazonendeck. Ich hatte, glaube ich, auch mal die Amazonenbogenschützen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. So, jetzt lasse ich mich aber angreifen. Jetzt wollen wir auch wirklich Ja drücken, sonst haben wir auch irgendwann verkackt. So. Oh, Gott sei Dank, die hätte auch eine Annullierkarte haben können. Das wäre auch lustig geworden. So, was haben wir nun? Bubble Man, okay. So, dann rebooten wir mal. Kannst nur eine amazonische Tigerdame kontrollieren. Ist eigentlich völlig egal, von wem wir rufen, ne? Ehrlich gesagt, ist das völlig egal. Weil im Endeffekt nutze ich dich nur, ihn zu rufen, ehrlich gesagt. Kann ich den Effekt von... Nee, ich glaube, das ist... Nee, nur wenn er beschworen wird. Hätte ja sein können, das ist immer... Immer wäre auch ein bisschen fies, oder? So. Dann haben wir jetzt schon mal wieder eine gute Karte. Kurzer Moment gedacht, dass er an der Fallenkarte liegt, die alles zerstört. Aber wir konnten unser Monster rufen und wir konnten angreifen. Das ist sehr vorteilhaft. Jetzt sind wir auch wieder am Zug. Was für eine Karte habe ich denn vorhin gespielt, als es abgeknackt ist? Eine Fusionskarte wäre ganz nice jetzt eigentlich. Es ist nur wieder Flammentypi hier. Avanio. Avanio. Naja, gut. Weil dann könnten wir nämlich Beatrix und den Flammenflügelmann da... Also den Flammenflügelmann machen. Ging ja aus den beiden, glaube ich. Er hat Ahnung, er hat Ahnung. Man merkt das. Gibt es eigentlich irgendeinen Prozentsatz? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie viel LP verloren wurde von der alten. Ist es eigentlich wirklich so bei den Amazonen gewesen, dass... Oder ist... Oder wie auch immer. Gibt es noch weibliche... Gibt es noch so einen Amazonenstand? Oder ist es wirklich so gewesen, dass wenn man als Mann gegen sie verloren hat, dass man, naja, gepunished worden ist, indem man sie heiraten musste? Und mit ihr zusammenleben oder Sklave sein musste oder sowas? Ich kenne mich in der Welt der Amazonen nicht aus. Aber es wäre denkbar. 1500 Durchschlagschaden. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Ich mag Jadens Deck echt. Das ist ein total geiles Deck. Ich will ein Jaden Deck haben. Ich will für alles ein Jaden-Deck haben, ganz ehrlich. Ich finde das Deck geil. Jaden hat das total geile Deck. Ich denke, das war's. Lass mich wissen, ob du jemals einen Rückkampf haben willst. Keinen Rückkampf. Ich schloss mich den Schattenreitern an, um einen Teladen zu finden, der würdig ist, mein Ehemann zu sein. Aber ich habe entdeckt, dass ich es nicht würdig bin, mit jemandem Stärkeren zusammen zu sein, wie du. Leb wohl, Bestchen. Na dann, ich denke, das ist das wahr. Junge, Bestchen, du weißt, du sicher weißt, welche du wählen, zu wählen. Was? Mach dir keine Sorgen, Kumpel, es gibt jede Menge Fische im Meer. Oh, er darf die Alte nicht mehr rackeln. Er darf kein Snoo-Snoo mehr machen. Ach, Mann. Ein Grund zum Gewinnen. Oh, wir spielen mit Alexis. Oh, Mann, ich will weiter mit Jaden machen. Jaden ist geil, Mann. Jaden hat das geilste Deck von allen. Ich liebe das Deck von Jaden. Ganz ehrlich, es ist einfach, ich finde, das ist einfach der Hammer. Es ist einfach der Hammer. Der Hammer. Nicht das Hammer. Okay, egal. Alexis kümmerte sich um ihren Bruder in der Krankenstation. Eine geheimnisvolle Stimme füllte ihren Kopf, dass sie ihren Bruder unter einer Bedingung retten könnte. Sie müsse ihn in einem Duell besiegen. Es war die Stimme von Titan. Denkend, dass er im Schattenreich verloren war, kehrte er als einer der Schattenreiter zurück. In Ordnung, duellieren wir uns und wenn ich gewinne, stellt die Erinnerung meines Bruders wieder her. Das ist der Deal. Dein Ende des Deals. Aber wenn ich bekomme, bekomme ich auch etwas. Dein Spirit-Schlüssel und deine Seele, die ins Reich der Schatten mitnehme. Als du und ich uns zum ersten Mal trafen, war ich noch ein Scharlatan der Schatten. Jedoch seitdem ich von ihnen angegriffen wurde, bin ich jetzt das Wahre, ein authentischer Schattenreiter. Lass uns beginnen. Okay. Was hat sie denn nochmal für ein Deck? Wir haben schon mal gegen sie gekämpft, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Deck war. Das war am Freitag gewesen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Da schnibbel ich dir mal deinen Schnabbel ab. Und wir spielen als zweites.
um auf seine Karten zu reagieren und eventuell seine ersten Karten schon zu zerstören. Damit bestimmt nicht. Okay, ich muss jetzt selbst erstmal gucken. Haben wir schon mal mit der... Wir hatten sie, glaube ich, noch nie in einem Duell gehabt, oder? Also wir haben nur gegen sie gekämpft und irgendwie kann ich mich an den hier... Einmal pro Spielzug, du kannst eine Karte abwerfen und dann ein Monster in offener Angriffsposition wählen, das dein Gegner kontrolliert und das zerstören. Das Cyberturner. Was hat sie für Fusion? Ethelion Cyber und Klingenläuferin. Was ist das? Fusionsröhre, wähle ein Polymer und ein Fusionsmaterial, das dafür verwendet wurde in deinem Friedhof, füge sie da wieder hinzu, wo sie hingehören. Falls die Attacke jedes Monster auf den Gegner Spielfeld höher als die Attacke dieser Karte sind, kann diese Karte die Life von seiner Gegner direkt angreifen. Ich würde gerne ziehen, aber ich habe da nicht wirklich irgendwas zum Rausschmeißen, ehrlich gesagt. Aber ich ziehe trotzdem mal. Weil wir noch nicht so gute Karten haben, habe ich das Gefühl. Topf der Gier zum Beispiel ist ganz gut. Damit können wir ziehen. Oh, das ist sogar ein, den wir gebrauchen können. Okay, Nein. Ah, Mann. Ich habe jetzt eigentlich gerade so ein bisschen gehofft, dass wir, ne? Ich setze mal ganz kurz den Cyberturner in der Verteidigungsposition. Ich weiß, wir könnten angreifen, aber ich habe keine Ahnung, was er hat. Und deswegen spielen wir ein bisschen passiv. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wir eventuell die Fusion zusammenbekommen in dem Zeitraum, wo wir die Karten gezogen haben, aber der Computer sagt nein. Doppelzauber. Hey, her mit der Karte. Nein. 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 Nope. Nein. Okay, er hat immer noch nicht angegriffen. Das gefällt mir absolut gar nicht, muss ich sagen. Nein. Ich weiß nicht, was abgeht. Der Spieler, der diese Karte kontrolliert, zahlt 5 HD-Punkte jeder seiner Standby-Phase, wenn diese Karte als Ziel, als Angriff eines Effekts, eine Karte, die du kontrollierst, bestimmt. Nein. Nein. Irgendwas mit Karten und irgendwas bestimmen und 5 Lebenspunkte zahlen. Monster mit 1000 oder mehr Attacke können keinen Angriff deklarieren. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase zahle 100 LP oder zerstöre diese Karte. Achso, also kann niemand. Oh, der hat aber viel Angriff. Oh, der hat gewürfelt. Okay, er hat gewürfelt. Man nennt ihn auch den Würfler. Okay, wir könnten rein theoretisch schwarzes Loch machen und wieder einen Cyberdancer hinsetzen. Aber ich will das schwarze Loch lieber ein bisschen aufbewahren, ehrlich gesagt. Aber ich will auch keine weiteren Monster dazu holen. Falls diese Karte deinen Gegner direkt angreift, erhält sie nur während der Damage-Step 500. Ja, wir können halt seine Lebenspunkte direkt die ganze Zeit angreifen, aber wir brauchen irgendetwas, um unsere Karten zu schützen. Und das haben wir derzeit nicht. Zählt es als Angriff, wenn... Ich würde die ja gerne behalten oder so, weißt du. Ich setze den einfach erstmal als Verteidigungskarte, so. Vielleicht ist es doof, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich bin dann überlegen, wie wir die ganze Zeit direkt seine... Punkte angreifen können. Und oh, guck mal, er hat schon wieder nur 900. Namen des Krieges. Jetzt kann er wieder irgendetwas machen. Jetzt hat er 500 Lebenspunkte gezahlt. Hat irgendwas gemacht. Und greift jetzt ihn an. Nö. Nö. Jetzt opfert er die Karte. Und kann eine neue rufen. Nö. Schädel, Erzunterwäldler, der Blitze. Ist das nicht einfach nur der Totenkopftyp? Also bitte, was ist denn das da? Das ist ein Totenkopftyp. Der kann doch irgendwas. Nein. Nein. Nein, leck mich, Mensch. Nein. Ach, Mann.
Nein. Könntest du die hier setzen? Aber auch echt nichts mehr, um uns zu schützen. Aktiviere mal den Effekt. Mittelphase. Weil wir können ja, obwohl ich zerstöre, das gewählte Monster, das gerade angreift, oder? Nee? Doch? Achso, Gegenschlag. Okay. Es lässt einfach nur. Okay, gut. Okay. Und ja, ich möchte gleich diese Punkte zahlen. Mal sehen, wie uns das. Ja. Okay, nein, so darf ich es noch nicht. Nein. Nein. Bin ich dran? Nee. Nee, er ist dran. Wenn ich dran bin, müsste jetzt. Ja. Muss ich das? Nein, muss ich noch nicht. Jetzt müsste ich aber ziehen, oder? Auch noch nicht, okay. Nein, scheinbar. Nein. Nein. Um Friedhofs... Achso, ah, okay. Ja, bitte. Standby-Phase, nein. Was machst du denn eigentlich nochmal? Einmal pro Spielpunkt kann ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Seine Attacke werden bis zum Ende der Phase halbiert und es kann deinen Gegner in diesem Spielzug direkt angreifen. Setzen. Bleibt die dauerhaft? Zerstört jedes Monster, das den Lebenspunkt deines Spielers Schaden zufügt, indem es ihn direkt angreift. Au, das ist aber eine fiese Karte. Oh, for real, die ist aber fies. Die ist aber echt fies. Nein. Kohle mit dem magischen Loch. Jetzt habe ich nicht mehr direkt die Lebenspunkte angreifen von ihm. Dabei könnte ich das so gut. Aber dann wäre wieder hier ein Ethylios-Cyber-Ding tot. Und da ich immer noch auf den anderen warte, der irgendwie hier meine Fusion macht. Abscheuliches Spiegelritual ist aktiviert. Diese Karte wird verwendet, um Spiegel des Unterwälzers als Ritual besch... Oh Gott, ein Ritual. Oh Gott, ein Ritual. Er ritualisiert. Kenne ich den Spiegel der Unterwelt? Ja, die ist ja doch nicht so stark. Er darf ja eh nicht angreifen. Im Endeffekt darf er ja gar nicht angreifen.